Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dirt Rally. Ja, es gab eine längere Pause, aber das hat jetzt ein Ende. In der letzten Folge bin ich zum Schluss aus Versehen ein bisschen zu voreilig gewesen und habe schon ein bisschen gespoilert, was als nächstes kommt, nämlich die Rally Schweden. Deswegen, wenn ich hier drauf gehe, steht dort wieder aufnehmen. Da konnte ich leider keinen Rückzug mehr machen. Deswegen müssen wir jetzt Elksjön fahren, sozusagen die Etappe. Bisschen verwirrt, weil oben allgemein Elksjön steht. Dazu kommt der Elksjön Sprint. Dann nochmal Elksjön, aber mit E. Und Skogs Rallyt. Wahrscheinlich Rallyt. Die sprechen das, glaube ich, so aus. Ja. Da sind wir auch schon. So. Rennevent war klar. Setup lassen wir erstmal so. Vorhin habe ich ja noch ein bisschen, habe ich mich ein bisschen warm gefahren, weil ich ja längere Zeit kein, Lenkrad mehr in der Hand gehabt habe, außer das vom Auto. Aber ich denke mal, das wird schon, werden. Hauptsache nicht verkacken. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Besonders hier. Die Schneerallys bin ich in der Beta damals nicht oft gefahren. Da fehlt es mir hier doch schon an Erfahrung. Man merkt schon, aber untersteuern, as fuck, Alter. Hier musst du wirklich die richtige Geschwindigkeit haben, um wirklich Grip mit der Karre zu haben. Das war auf den anderen Strecken genauso, aber hier ist es umso wichtiger, weil du halt eben Schnee hast. Okay, das ist schon mal gut gegangen. Du hast nicht viel Platz, ne? Du musst hier deine Karre ganz genau positionieren. Das sieht ganz gut aus. Vollgas. What? LOL. 11 Sekunden. What the fuck? Oh, diese Sprünge, die sind so heftig. Null Federweg mit der Karre. Alter. Alter, ist das geil. Und bremsen, bremsen. Okay, das sah jetzt nicht gerade gut aus, aber egal. Alter, 11 Sekunden gehabt. Wie viel müssen wir denn jetzt drauf haben? Das ist doch noch krasser als die World Rally. Richtige. Ja, 50 Sekunden. Also richtige Anfänger am Start hier, oder was? Ja, guck mal, voll am Anschlag. Hätten wir noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber mit Standard haben wir eigentlich ein gutes Maß. Also mit den Standard-Settings. Wenn man hier dann doch ganz entspannt fahren kann. Boah, da siehst du, schlägst auf, du hörst das sogar. Und dann kommst du einfach nicht um die Kurve. Ne? Und das ist ja eben das Problem, was du hast. Und meistens sind das solche Stellen, wo du quasi, bevor du abhebst, in die Kurve danach sozusagen zielen musst, damit du halt die richtige Position hast, sonst funktioniert das nicht, sonst fliegst du einfach raus. Aber bis jetzt sieht das wirklich dufte aus. Oh, hier eine enge Haarnadel. Ja gut, Haarnadel ist es nicht wirklich.
Oh, dritter Gang, das war jetzt nicht gut. Ich hab gedacht, ich wäre im zweiten. Aber wir haben genug Zeit. Rausgefahren. Sodass das nicht so weh tut. Bloß nicht an den Rand kommen. Anbremse. Alter Falter, sah das geil aus. Oh, ein bisschen verschaltet. Macht nix. Ist ja bald das Ziel da. Ah, nochmal vorsichtig, keinen Stress machen. Sieht sehr gut aus. Da ist das Ziel und... Boah, 25 Sekunden. 25, fast glatte 25 Sekunden. What the fuck? Einer hat einen Gang verloren. P. Costa? Ist es nicht unser direkter Konkurrent? Motor verbrennt Öl. Wenn ich jetzt weiter drücke, werde ich sofort in die, ins nächste Rennen, geworfen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich tue das jetzt einfach mal. Nee, ich mache mal, glaube ich, hier einen Cut. So, das ist das Gesamtergebnis nach Etappe 1. P. Costa. Ich bin mir sicher, das ist P. Costa gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die Folge und es folgt die nächste. Das ist Alex Jön Sprint. Hört sich gleich an, ist es aber nicht. Bis dann.